Krücke hätten wir noch. Undercover. Meint ihr, er gibt das irgendwie vielleicht mal zu? Nee. Ich muss das nochmal kurz angucken. Yeah. Max. Maxine. Maxine Williams, right? Mm-hmm. Yeah. Your parents know what you do? Maxine Williams? William. Now who's trying to blackmail who? Okay, Max. Mm-hmm. You're gonna delete these files. See? Mine's bigger than yours. Ohio's a stand your ground state. Mm-hmm. Always wanted to do this. What are you gonna do? Fuck! Did I well, good to see you. You fuck! You bitch! You shot me! Crazy! I sent those videos yesterday. Hmm? It'll take about a week before they can verify who you are, what you said. Deswegen hat er sich umgebracht. I'm bleeding here, okay? Don't worry. I rang the cops before I let you in. They'll be here soon and they can take you to the ER. Da ist der Arbeit, seine Frau. I told you I hate law enforcement guys. I can't believe I invited a bunch of them over. I better put some proper clothes on. Bam, are you okay? In here? No one move! Officers, Max ist im Gefängnis? Nee, Max ist nicht im Gefängnis. He broke into my house and tried to attack me. Sir, don't move! Sir! I am reaching for a badge. I'm a federal agent, okay? Okay? Do you see that? Ach, ich liebe die Szene, scheint doch jemand. Hier haben wir noch was. You look like the cat who got the cream. Videos hatte ich schon. Daten hatte ich auch. Die Videos sind also... Ich glaube, das war letztendlich das. Remember why we only give these jobs to agents with wives. Right, that's better. Those two are your targets for phase 3. Yeah, we know she thought a favor with them, and that's why the plan works so well. Not the obvious route into the organization, but she's credible. Don't cry. She's just worried about you meeting her ex. People are simple machines. The digestive system's easily confused. Excellent. Let them approach you. Let's leave that for the final report. This one. Ne Puppenhaus. Warte mal. Phase. Oh, good idea. David, where the hell are you? Where are you? Your field supervisor tells me you haven't commenced your exit plan. We're moving to the second phase. Soon we're going to round up all your Detroit friends. Everyone was on that boat. Okay, this is going to look like a well-organized operation. She was on the boat. It helps have a pretty face in the lineup. Remind the public the terrorists come in all shapes and sizes. You need to start following protocol. I hate about Ava. No! Listen. Listen to me, David. Okay? We are the ones upholding law and order. We're the ones who keep the darkness back. And the irony of this job is that
to uphold those laws, we're the ones who sometimes have to bend them, okay? We bend them, we don't break them. I've been doing this for a long time, and I have made my men contort and twist themselves in all manner of ways. But none of them are broken. Please don't be the first. Sonst? Aufstiegsplan ist eine gute Idee. I was expecting to speak tomorrow. Erinnert mich immer an Kannibalen irgendwie. I heard. Like I changed the plan, they decided to go deeper on Greenstorm. Yeah, they agreed to share their intel. It's a good plan. We're all adults. This is a strategic decision we made together. Ich hab Hunger. You don't. We're putting together the paperwork right now to round up the group and get you some scalps. This was always a finite operation. It's not a lifestyle. All right, just start working on your exit plan. You need to get your head back in the game. Ich höre gerade draußen Sirenen. Oh Gott, ich kriege direkt wieder Parasier. 23.04.2018. I have to keep Jones alive, Mike. Especially right now. It's just everything's getting so tough. No, I haven't. Not Ava, Mike. No, Mike! Ava was a means to an end. Oh, okay, and what about Greenstorm? No, this is a huge mistake, Mike. I'm telling you, listen to me. Ja, okay, dass er hier schreit, das verstehe ich aber. Aber er schreit wieder, ja. Aber das verstehe ich hier. Jetzt. Das sollte sein. Kann er nicht seinen Job kündigen und da einfach mit denen zusammenleben? Der Ava und so. Wieder zum Zweck, dass der ekelhaft. Ja, aber hier hat es jetzt hat es einen anderen. Kontext. Ich glaube, der will die echt schützen. Jetzt verstehe ich auch mit dem. Das meine ich ja mit dem Spiel. Ich lasse mich gerne mitreißen. Um echt zu sein, ich hasse David immer noch. Aber. Okay, I'll review the exit plan. Aber das mit dem Ava beschützen, verstehe ich jetzt, wie er das meint. Vor dem FBI nämlich. Das haben wir ja auch gehört. Aber weil... Schwierig. Alles schwierig. Vor allem natürlich für ihn, ne? Ich glaube, er hat sich da was verrannt, womit er nicht gerechnet hat. Und das ist es nämlich. Und wer will schon das FBI... Oh! Andi! Nur so zur Info, Erik ist im Keller und ich im Bett, in meinem eigenen. In meinem eigenen. Andi, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ach, cool. Ja, ist der Erik gerade im Keller, aber ich muss immer noch meine Nudeln essen, ey, verdammt. Andi, liebe Grüße. Ach, cool. Ich hoffe, der Film war gut. Ach, schön. Warte mal, apropos, wo einmal Regierung, immer Regierung da steht, gucke ich hier nochmal. Hier steht immer noch, warte mal, hör doch mal weg, ne? Da stand immer noch 176 Videos. Jetzt steht hier 137 Videos. Ja, war ein super Männer-Kinoabend. Ach, cool. Ich hoffe, ihr habt euch Popcorn geteilt. Ist aber schön. Das ist schön. Oh, warte ganz kurz. Black Kite wollte ich noch. Ich finde das gut, dass ihr das gemacht habt. Wirklich sehr gut. Greenstorm.
Erik ist im Bett. Nee, der Andi ist im Bett. Ich weiß, man kann sie beide leicht verwechseln, aber Andi ist im Bett und Erik ist im Keller. Ich würde nicht wundern, wenn ihr jetzt gerade wieder aufnehmt. So. Ripper. Wie viele Videos gibt es und ist die Info richtig gewesen? Es gibt 160 Videos. Das Einzige, was wir machen können, ist die Dateien kopieren, verschlüsseln und hochladen. 169. 164. 169. FBI hatten wir schon. Ich hatte noch... Ja, Rache hatten wir auch. Trotzdem ist das mit der Oma noch nicht geklärt und... Boah, jetzt bin ich aber auch ein bisschen... Warte. Agnes. Ist das richtig so geschrieben? Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Der Krankenhausname war St. Jones oder so. Jones hieß er aber auch mit Nachnamen. Nope. Ich glaube, wir sind soweit. Ich habe Angst wegen der Uhrzeit und ich gebe mal Angst ein. Ich schnappe jetzt irgendwas hier. Ich glaube, wir sind soweit erstmal durch, dass wir... Krank kann ich auch nochmal eingeben, dass wir... Den Großteil der Geschichte, das wäre eigentlich den Hauptteil der Geschichte, den, ja. Wir haben noch gesehen, er wollte noch Kontakt aufbauen zu Avas Kind. Zweimal hat er es versucht, und beim zweiten Mal ist er einfach in den Park, das war halt nicht so geil. Untertauchen, Mord haben wir auch schon gemacht. Peter haben wir schon gemacht, Eric haben wir schon gemacht, Medizin haben wir schon gemacht. Beerdigung haben wir gemacht, schwanger haben wir aber auch schon gemacht. Ja, klar, schwanger haben wir schon gemacht. I erinnere mich. Tochter können wir noch machen, jetzt zwei Töchter ja jetzt. Auch nicht. Nope. Aber mit ihr ist echt komisch. Achso, Sankt. Entschuldigung, aber auch nicht. I think that's it, steht im Chat. Jo. Ich bin schwanger. Nee, ist eigentlich ist es immer nur nach vorn. Ersticken hatte ich übrigens auch schon gemacht. Vaccine hatte ich auch schon gemacht, ne? Ja, ja, klar. Hochgeladen. Lungenembolie. Also da wird er nach Lunge. Lunge hatten wir nämlich gesucht. Trennung hatten wir schon. Treffen können wir eingeben, aber... Wir waren... Gut dabei, wir waren tatsächlich sehr fleißig. Hacker können wir vielleicht noch machen, stimmt. Ah, da kommt nichts. Hacken. Ich kann nochmal Adresse eingeben. Auch nicht. Da wollte er nämlich die Adresse von der Maxine haben. Karen haben wir gesucht, da gab es nur ein einziges Video. Boot Spion hatten wir, glaube ich, auch direkt am Anfang gemacht. Jupp. Flucht. Naiv, glaube ich auch nicht. Wir hatten ja das Video, wo er sie von Weitem hier, das hier, der Rest ist schon angeguckt. Schusswaffe Stalker. Stalker, ja. Stalker. Oh, man merkt, jetzt baue ich auch gerade ab. Liebödem. Oh, nicht, nein. Im Papierkorb sind immer noch nur Desktop-Bilder. Die haben wir aber alle schon gesehen. Nichts Interessantes, nur so Kunstbilder. Festnahme. Überleben. Überlebt. Nachrichten? Auch nicht. Flüssigkeit. Oh Gott. Schmerzen. Ich schreibe gerade die Sachen aus diesem Chat durchfliegen. Kokain, der Kokain gab es glaube ich an sich nicht, oder? Schluss machen, Waffe können wir nochmal eingeben. Alles schon gesehen. Doktor hatten wir, wir hatten Arzt eingegeben. Hier ist jetzt das Video dann. So. Bitte suchen. Nope. Ex. Baby.
Ich habe nach Omi gesucht, weil die ganze Zeit, also sie wurde dann auch als Oma, also Großmutter glaube ich wirklich nicht, aber warte mal, ganz kurz, Williams. Okay. New York. New York ist ja dieses Fake-Ding, was sie da gemacht hatte, ne? Die Geräusche. Geburt, das war's dann wohl, ja. Ne, falsches Spiel nicht, aber die Falschspielerin hatte ich hier noch aufstehen auf meinem Zettel. Ah, es war nur das. Märchen. Nope. Undercover. Mm-mm. Sonnenaufgang. Nee. Ich glaube wirklich, dass wir durch sind. Okay. Das Hintergrundbild nochmal an. Das ist doch nicht San Francisco, oder? We did well. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben den Hauptteil halt. Also für den Rest gibt es immer noch YouTube. Ich werde sowieso auf YouTube, werde ich mir noch 1000 Theorien-Videos und alles angucken. USB hatte ich auch eingegeben. Okay, seid ihr bereit? Lieber Chat, seid ihr bereit? Ich würde dann jetzt hier drauf drücken und wir gucken einfach mal wirklich, was danach passiert. Ich habe hier keine Möglichkeit, mich anders zu entscheiden. Ich kann zumachen, ich kann das hier zumachen und trotzdem will er, dass wir das machen. Seid ihr echt bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Stimmt, Solitär gibt es ja auch noch. Oh Gott, ja, ja. Hat er das Leben von so vielen Menschen jetzt irgendwie mit beeinflusst. Und am Ende halt natürlich am meisten sein eigenes. Und ich hoffe, dass die beiden Töchter das nie erfahren. Eine Kamera irgendwie da. Sieht man meine Maus noch? Ne, sieht man nicht. Rest in Pepperoni, David. Freund da?
I don't believe in karma, but after I shot that FBI agent, the market picks up and I end up selling my two apartments and making a profit. I briefly think about going back into real estate, but fuck that. Instead, I will move to New York and set up my own cam agency. We won't make much money, but we'll never lose much money either. And everyone will get paid what they're worth. And when I'm 40, I will release my first novel under my real name. It will be a success. And when I die at 84, the obituaries will remember me only as a novelist who wrote crime fiction with strong female leads. I hate that phrase and will turn in my grave. Stuhl, der gerade im Hintergrund knackst. Teenager Albert, Teenager. Ich habe gerade gelesen übrigens im Chat, dass es verschiedene Outros gibt. Ich weiß nicht, wieso wir ihr Outro jetzt bekommen haben. Haben wir etwa alle Videos von ihr gesehen? Kann das sein? Es gibt ein paar Key-Videos, die man angesehen haben muss, um die Outros von den Charakteren zu bekommen. Verstehe ich gar nicht, dass wir sie jetzt aber haben. Das wundert mich sehr. Wir sind halt die Camgirl-Fanbase, ja. Ah, die Musik ist so schön. Ja, aber wir können ja jetzt mal darüber reden schon mal. Ich weiß nicht, wieso sie es getan hat, wieso sie es auf... Ja, WikiLeaks da, keine Ahnung, wieso sie es da hochgeladen hat. Wahrscheinlich will sie... Also ist sie jetzt für David oder gegen David? Das konnte ich jetzt irgendwie so gar nicht ausmachen. Aber, ich hatte das Emma-Outro. Also Selbstspielen lohnt sich hier, hört man schon mal, auf jeden Fall. Und, ich bin und bleibe Team Ava. Wäre ja cool, wenn David beim richtigen Suchbegriffen überlebt hätte. Boah, das ist ja super krass. Ist das so? Ist das so? Das sah für mich eher nach Anti-FBI aus, ja. Aber das Krasse ist ja, dass sie ihn ja besucht hatte in diesem einen Clip. Wieso ausgerechnet sie? Wieso ist ausgerechnet sie? Wieso ausgerechnet Karen?
Whistleblowerin gegen das FBI, die das vertuschen wollen. So verstehe ich das zumindest. Ah, okay. Sie war gegen David? Ah, dann ist sie ja eher für David. Ich glaube gegen, weil sie Karma meinte zu der Story. Nee, das war, wir reden gerade von Karen, die oben auf dem Dach stand. So, ist das ein Cliffhanger? Nee, Telling Lies 2 gibt es hundertprozentig nicht, aber es wird bestimmt nochmal ein Spiel in dieser Art geben und ich freue mich jetzt schon darauf. Heilige Scheiße, sind die Spiele gut. Ich war auf den Instagram-Profilen der Darsteller und zum Beispiel der Darsteller von David hat dann, oh, Bericht, guck mal, Errungenschaft freigeschaltet, Sonnenaufgang. Da hat jemand Sonnenaufgang im Chat geschrieben. Warum, wusstest du etwa? Was? Wir brauchen mehr von dem Spiel, von diesen Spielen, ja, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen. Natürlich, was ist denn Bericht? Wir gucken jetzt mal. Nicht geheim, nur zum internen Gebrauch. Zur Information betrifft David und Karen. David plus Karen, okay. Okay, Untersuchung der Datenschutzverletzung. Hiermit wird das Komitee über die Zwischenergebnisse der Untersuchung der Information in Kenntnis gesetzt, die von der ehemaligen FBI-Spezialagentin Karen Douglas. Oh, guck mal, Douglas. Okay, ich schreibe es nicht mehr auf. Veröffentlicht wurden. Die digitale Forensik hat das volle Ausmaß des Lecks und von Douglas Handlungen am 23.06.2019 ermittelt. Also, die ursprüngliche Quelle der Daten, die sie erhalten hat, konnte zu einem kürzlich ausgeschiedenen Zivilangestellten der NSA zurückverfolgt werden. Okay, ein Marcus hat ihr also geholfen. Am 22.06.2019 ließ der Zivilangestellte Douglas eine Festplatte mit 6 Stunden an Material zukommen, das in einer lokalen Ablage der Retina-Datenbank enthalten war. Wie Sie wissen, konzentrierten sich diese Daten auf die FBI-Operation Green Dagger, an der Douglas teilnahm. Das Team, das Douglas überwacht hat, konnte sie lokalisieren, als sie damit begann, das Paket hochzuladen. Allerdings hat sie die Daten vollständig hochgeladen und ihren Laptop zerstört, bevor wir sie festnehmen konnten. Trotz des physischen Schadens konnten wir genug Informationen extrahieren, um ihre Handlungen mit dem veröffentlichten Datensatz abzugleichen. Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem in den Medien veröffentlichten Paket um das komplette Paket handelt, das von Douglas hochgeladen wurde. Douglas hat persönlich über 3/4 des gestohlenen Datensatzes enthaltenen Materials begutachtet und hat 137 individuelle Dateien durchsickern lassen. Unsere Analyse zeigt, dass sich vor allem auf dem Material mit Maxine Williams konzentriert hat. Haben wir gar nicht. Eigentlich haben wir wir hatten noch wenig mit den Cam Girl, oder? Wir bewerten ihr Motiv als überwiegend politisch. Häufig verwendete Aufzeichnungen, das Cam Girl. David stellt Befehle in Frage. David erwähnt FBI, verdeckt bei Party. Eine teilweise Rekonstruktion von Douglas Suchmetadaten gewährt einen Einblick in ihre Interessen. Beispielanfragen, Karen, Brücke, Mike. Eine vollständige Kopie der extrahierten Aufstellung wird mit den relevanten Abteilungen geteilt. Die NSA hatte zunächst den Zugang des Zivilangestellten zu vertraulichen aufgeteilten NSA-Daten gesperrt und zwei Wochen später seine Sicherheitsfreigabe aufgehoben sowie ihn über den Antrag zur Beendigung seiner NSA-Anstellung informiert. Er gab während der Befragung an, eine flüchtige Beziehung zu Douglas, also zu Karen, geführt zu haben. Er verblieb während des offenen Antrags in einem ungeklärten Angestelltenverhältnis und ist, ich bin echt müde, und ist eine Woche später zurückgetreten. Er hat keine Berufung gegen die Aberkennung eingereicht. Bitte kontaktieren Sie mich, falls Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen. Alan M. Sharp, Leitung Büro für Gesetz. Fragen in Liebe JH. Wie ist das nochmal? Jane? Also heißt Maxim vielleicht Jane? Nee. Ist dieses Dokument auch individuell pro Spieldurchlauf? Ich glaube nicht, dass das immer das gleiche ist. Wie kommst du auf Jane wegen J Jane? Ich habe keine Ahnung. Achso, hoppala. Hallo?
krasse Sache. Krasse, ja, hier, Entschuldigung, fortsetzen, ne? Machen wir das mal fortsetzen.